Ja, ich dachte jetzt natürlich nicht, dass das irgendwie was was Besonderes ist, dass sie das gefunden haben, aber ich würde sagen, haben wir mit dem eigentlich schon über die Brieftasche gequatscht? Ich glaube schon. Aber nicht ich lasse ihn besser seine Zeitung lesen, solange ich keine wichtigen Fragen habe. Ja. Aber dass er sich da so... er ist ihm voll auf den Fuß gestiegen gerade. Das ist aber nicht nett, Herr Inspektor. So, dann geht sie dann in den nächsten Wagen. Das heißt, jetzt können wir das Schloss einmal mit der Zange knacken. So, das heißt, einmal die Zange... ja, öffne das Schloss mit der Zange. Das sollte doch gehen, hoffe ich doch mal. Damit sollte ich den Bolzen sicher zu fassen kriegen. Nun los, beeilen Sie sich doch. Ja, offen. Hallo? Das Fenster hatte ich nur einen Spalt breit offen gelassen. Nichts zu sehen. Huch! Alles in Ordnung? Ja, bestens. Apropos, haben Sie eine Idee, warum die Tür verschlossen war? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich das Schloss durch die ständigen Erschütterungen von selbst geschlossen. Das glauben Sie hoffentlich selbst nicht. Was ist denn Ihre Theorie? Der Schaffner könnte die Tür von außen verschlossen haben. Es könnte allerdings auch jemand hier im Abteil gewesen sein und die Tür von innen verriegelt haben. Wer? Und wo ist er hin? Er könnte dort hinausgeklettert sein. Wer wäre so verrückt? Das müssen Sie mir sagen, Herr Professor. Tja, gibt's hier irgendwas zum Klauen? Also, was verstecken Sie in der Tasche? Was haben Sie, das sich zu stehlen lohnen würde? Nein, nichts. Keine Wertgegenstände? Nein, doch nicht bei meinem Gehalt. Für ein Erste-Klasse-Abteil in einem Luxuszug hat es gereicht. Das ist meine Angelegenheit. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Professor Lucien. Ja, darf ich mich hier mal umsehen? Ich würde mich gerne noch ein wenig umsehen. Natürlich. Nur wahrscheinlich nicht in seiner Tasche, würde ich sagen. Schreibzeug. Ui. Sehr schöner Füllfederhalter, den Sie da haben. Mhm. Nicht ganz günstig. Wenn Sie als erster Mensch eine 3000 Jahre alte Hieroglyphenschrift entziffern, bekommen Sie auch so etwas geschenkt. Yay. Mr. Angeber. Ich würde zu gerne wissen, was der Professor vor mir versteckt. Aber ich kann nicht einfach das Gepäck unbescholtener Bürger durchsuchen. Das hier sind die 60er. Ja! Was? Flaschen und Bücher? Die Bibel, Grimms Märchen, Moby Dick. Und Gin, Whisky, Rum. Alles Klassiker. Ein Eckschrank? Hm. Nein, nichts Interessantes zu entdecken. Ist noch ein Spiegel, Zahnbürste und so, Handtücher. Kabine verlassen wollen wir noch nicht. Aber ich glaube, hier gibt's sonst nichts. Mit dem Professor können wir noch mal sprechen. Was sagt denn er hier? Hotkey-mäßig? Betrachte das Fenster. Hm. Angenommen, hier war tatsächlich jemand im Abteil und derjenige ist aus dem Fenster geklettert. Ja. Wo ist er hin? Ja, wo ist er hin? Ob unser Einbrecher Spuren hinterlassen hat. Hm. Hier ist etwas. Könnten Fingerabdrücke sein. Ja. Es ist schwer zu erkennen. Aber ich glaube, da sind Abdrücke auf der Scheibe. Wenn ich einen Spurensicherungskoffer hier hätte, könnte ich die Abdrücke mit Rußpulver sichtbar machen. Tja, aber haben wir wohl leider nicht, oder? Reden wir nochmal mit dem, vielleicht? Professor Lucien? Ja? Was? Ach, nichts. Ach, nichts weiter. Also, schön. Was war das denn? Ja, das Fenster können wir nicht weiter untersuchen. Ja gut. Auf Wiedersehen, Professor. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Was war das denn? Na, egal. So. Die Baronin scheint einen speziellen Charakter zu haben.
Am besten störe ich sie erst wieder, wenn ich ihre Brieftasche gefunden habe. Hm. Ja. Eigentlich müsste unser Hut ja in die Richtung geflogen sein. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Verzeihung, Sir. Natürlich. Jetzt tauchen sie wieder auf. Ja. Exakt in dem Moment, wo wir den nicht mehr brauchen. So. Habt ihr zufällig den Hut vorbeifliegen sehen? Miss Miller? Ja? Vielen Dank für Ihre Haarnadel, Miss Miller. Sie hat mich bei meiner Arbeit ein entscheidendes Stück vorangebracht. Ach, tatsächlich? Das ist erfreulich. Und vielen Dank, dass Sie sie mir zurückgebracht haben. Das hätte nicht jeder getan. Ich bin Schweizer Polizist, Madame. Ich kann gar nicht anders. Goodbye, Miss Miller. Goodbye, Wachtmeister. Ja. Können wir mit der Westcott nochmal reden? Westmarcott? Ich wüsste noch tausend Dinge, die ich Sie gerne fragen würde. Aber nichts davon würde die Vernachlässigung meiner Aufgaben hier im Zug rechtfertigen. Ja. Kriminalroman, kleiner Schlüssel, Bleistift, Zeitung, Portemonnaie. Das ist aber mein Portemonnaie, nicht das von der Baronin. Ich nehme an, dass wir da hinten wahrscheinlich nicht nochmal irgendwie klopfen können und dem Bescheid sagen. Aber dass der Schaffner aufgetaucht ist, okay. Wo hat er sich versteckt? Inspektor Legrand, gibt es Neuigkeiten? Ich bräuchte da was. Ich habe Professor Lucien mit einer Zange Zugang zu seiner Kabine verschafft. Ist Ihnen in der Kabine etwas aufgefallen? Das Fenster stand offen, jemand könnte hinausgeklettert sein. Und der Professor? Benahm sich verdächtig. Er hat seine Ledertasche durchwühlt. Und? Er scheint gefunden zu haben, wonach er suchte. Gut, das war gute Arbeit. Wie wäre es, wenn Sie mir einige Informationen geben würden? Oh. Also schön. Am besten... Das Licht ist ausgefallen. Taschenlampen. Runter von mir! Da! Ein Briefumschlag. Hä? Oh. Mein lieber Nico, du solltest dir die Kassette genauer ansehen. R. Was zum Teufel? Das Ups. Ist weg damit! In Deckung! Heilige Scheiße. Sind alle in Ordnung? Sind Sie verletzt? Verdammt schnell reagiert. Gut gemacht, Zellner. Ah, wir haben neue Bilder freigeschaltet. Wow! Ich glaube, der Tunnel ist eingestürzt. Dann sitzt er in der Falle. Schnell, wir müssen den zweiten Ausgang abriegeln. Sir, da vorne ist Feuer. Die Lok brennt. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Schnell, versperren Sie den Ausgang. Aber Sir... Das Feuer frisst den Sauerstoff. Er hat recht, Inspektor. Ein Feuer in einem engen Tunnel ist lebensgefährlich. Verdammt! Gehen Sie nach vorne, finden Sie den Lokführer und sagen Sie ihm, er soll den Zug aus dem Tunnel fahren. Zu Befehl. Sind Sie einsatzbereit? Sie müssen den Transportwagen abkoppeln. Verstanden? In Ordnung. Ich kümmere mich um die Passagiere. Sie sollen alle im Tunnel warten. Beim Hinausgehen nehmen wir uns dann einen nach dem anderen vor. Gehen Sie. Okay. Interessant, interessant. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, was hat er sich denn bitte notiert wieder?
Rückkehr des Raben, Inspektor Nicolas Legrand, Constable. Was? Rückkehr des Raben? Achso, ja, ist geklaut worden. Ich weiß immer nicht, was er geschrieben hat, aber wir können ja mal rausgehen. In der Hoffnung. Ja, genau. Hier am besten erst zurück und dann wieder hin. Okay, betrachte die Tür. Die Falle des Ermittlers ging nach hinten los. Der Dieb hat den Braten gerochen. Oder mehr noch, Er hat den Spieß umgedreht. Die Kunst beim Katz-und-Maus-Spiel ist, zu wissen, wer die Katze und wer die Maus ist. Okay. Lässt sie nichts machen. Sie ist doch ganz warm und zu stark verzogen, um sie zu öffnen. Was? Ah, ich dachte gerade, ich hätte ein Geräusch gehört. Klettere vom Zug? Was? Also, geh in den Salonwagen. Klettere die Leiter hinauf. Können wir oben gucken? Hallo? Ist so dunkel hier. Oben ist aber nix. Das heißt, wir gehen nach unten. Boah, ist das dunkel. Kopple den Transportwaggon ab. Ja, das sollen wir ja machen. Ich bin mir sicher, dass ich die Wagen entkoppeln könnte. Wenn ich nur genug Licht hätte, um zu sehen, was ich tun muss. Toll. Wir brauchen erstmal eine Lampe. Taschenlampe haben wir natürlich nicht. Wir haben Tabletten und Portemonnaie. Den Rest haben wir wieder weggeschmissen. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie... Schaue hinaus. Okay. Meine Güte. Was für ein Feuer. Ich hoffe, Konstabler Oliver kann überhaupt die Lok erreichen. Konstabler? Wer auch immer der Konstabler ist. Hoffentlich kein Hochstapler, der Konstabler. Oh, Verzeihung. Ich wollte Ihnen keinen Schrecken einjagen. Was will der hier? Hat er etwas? Vielleicht hat er was gesehen. Hat sich vor der Explosion jemand verdächtig benommen? Hat vielleicht jemand seinen Platz verlassen? Ich war der Einzige, der nicht auf seinem Platz war, als der Transportwaggon explodiert ist. Gott sei Dank. Andernfalls hätte ich wohl auch etwas abbekommen. Da haben Sie aber Glück gehabt. Habe ich wohl. Was ist da hinten passiert? Der Inspektor sprach von Gasflaschen, die explodiert seien. Ausweichen. Die Ermittlungen laufen noch. Jetzt müssen wir erstmal den brennenden Zug aus dem Tunnel bringen. Oh, natürlich. Und, hier, wie geht's den Passagieren? Sind die Passagiere wohl auf? Sie stehen natürlich unter Schock. Der Stromausfall und die Vollbremsung waren bereits beängstigend. Aber dann die Explosion, der Staub. Alle sind auf dem schnellsten Weg zu den Ausgängen. Ich war der amerikanischen Dame behilflich, Lady Westmacott in Sicherheit zu bringen. Sie warten draußen im Tunnel. Der eine Eingang ist vom Feuer blockiert und der andere scheint eingestürzt zu sein. Schade, mir fällt gerade auf, dass wir gar nicht die Brieftasche von der einen Lady gefunden haben. Was tun Sie eigentlich hier? Und warum warten Sie nicht draußen bei den anderen? Legrand bat mich zu kontrollieren, ob sich irgendwo im Zug noch Passagiere befinden. So? Hier ist niemand außer mir. Und Ihnen? Ausgezeichnet. Dann werde ich wohl vorne weitersuchen. Durchsuchen Sie weiter den Zug. Ich werde so lange den verschütteten Transportwaggon abkoppeln. Tun Sie das. Doktor, können Sie mir ein paar Streichhölzer dalassen? Oh, natürlich. Danke. Danke. Wir sehen uns draußen. Beeilen Sie sich. Das war nämlich das, was uns noch fehlte. Wir brauchen ein paar Streichhölzer. Was? Betrachte den Stuhl. Okay. Warum kann ich hier einen Stuhl betrachten? Der Stuhl ist entweder bei der Vollbremsung umgekippt oder er wurde bei der Flucht von einem Gast umgestoßen. Hm. Vermutlich ist es ein menschlicher Instinkt, nach einer Vollbremsung und einer Erschütterung den Zug so schnell wie möglich verlassen zu wollen. Tja. Er stört mich nicht bei meiner Arbeit. Ich lasse ihn liegen. Okay, gut. Der Stuhl ist entweder bei der Vollbremsung... Vermutlich... Ja. Er stört... Der Stuhl... Nein! Ruhe! Kann ja wohl nicht angehen. Was? Nächsten Waggon? Nee, wenn, dann koppeln wir das Ding erstmal ab. Wir haben ja schließlich jetzt Streichhölzer, damit wir im Dunkeln was sehen können. So, gehen wir mal runter. Streichhölzer. Hier gibt es einen spürbaren Luftzug. Vielleicht hängt das mit dem Feuer zusammen.
Oder aber da hinten gibt es doch noch eine Öffnung, durch die Luft strömt. Ach, Mist. Letzteres wäre sehr willkommen. Es würde uns etwas zusätzliche Zeit verschaffen. Ja gut, das heißt, wir brauchen irgendwas wie eine Laterne oder so. Weil wir ansonsten nicht da durchkommen. Das heißt, müssen wir doch erstmal nach vorne gehen. Ich weiß gar nicht, ob irgendwo... Ich sollte mich auf die Abkopplung des Transportwaggons konzentrieren. Legrand hat alles andere im Griff. Da bin ich mir sicher. Ja, aber Junge, du kannst doch... Ach, Menno. Nimm den Vorhang. Warum können wir den Vorhang nehmen? Ja, mach kaputt, Junge. Oh, da können wir noch rausgucken. Oder haben wir das schon gemacht? Nee, wir haben in einem anderen Waggon rausgeguckt. Legrand oder der Konstabler sind nicht zu sehen. Ich erkenne einige Umrisse von Passagieren. Sie scheinen unversehrt zu sein. Noch. Das Feuer wird immer größer. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ja, der Konstabler.